Hallo und herzlich willkommen zur Kinderbibliothek. Mein Name ist Wenke Bönisch. Ich möchte Ihnen heute das Kinderbuch Petronella Apfelmus, verhext und festgeklebt von Sabine Stettingen vorstellen. Es ist im Kölner Kinderbuchverlag Boje 2014 erschienen. Und so sieht die Rückseite aus. Es kostet 13 Euro und umfasst 207, 8 Seiten. Das Kinderbuch ist für Kinder ab ja, 8, 9, 10 Jahre geeignet. Und es geht um die Apfelhexe Petronella. Wie schon gesagt, Petronella Apfelmus. Und sie ist eine Apfelhexe, das heißt, ihre Aufgabe ist es, die Apfelbäume zu hegen, zu pflegen, um sie zu sorgen und sie zu beschützen. Sie wohnt in einem alten Garten, der zu einem Müllerhaus, zu einem, ja, Mühlenhaus gehört und zu einer Mühle. Und in diesem alten Garten wachsen ganz alte Apfelsorten. Und eines Tages zieht eine Familie mit zwei Kindern ein, das sind diese beiden hier, die Zwillinge. Und ja, Petronella ist wenig begeistert, weil sie sich da in ihrer Ruhe gestört sieht. Und Lea und Luise, die beiden Zwillinge, sind auch nicht auf den Kopf gefallen. Also sie kommen ganz schnell darauf, dass da Petronella wohnt. Und dann kommen die zwei, also die drei dann ins Gespräch, und Petronella, die eigentlich am Anfang total mürrisch ist und die Familie vertreiben will, schließt die zwei ins Herz, und dann erleben die beiden einige Abenteuer. Einen Kuchenwettbewerb wollen sie gewinnen, um ihrem Vater zu helfen, und dann gibt es noch einen bösen Gegenspieler, den alten Arbeitgeber vom Vater, der ganz, ja, immer auf seinen Vorteil bedacht ist und möglichst viel für sich haben will. Und ja, da gibt es eben ein paar Abenteuer zu bestehen, und Petronella hilft da ganz gut. Das Buch lässt sich wunderbar lesen, also man ist sofort in den ersten Seiten in der Geschichte drinne. Und ich kann ja mal eine Leseprobe geben. Apfelhaus und Gurkenhut. Petronella Apfelmus traut ihren Augen nicht. Energisch nahm sie ihr goldenes Piratenfernrohr von ihrem linken Auge und polierte die Linse mit dem Zipfel ihres Armes. Unmöglich, murmelte sie. Dann schaute sie noch einmal hindurch. Tatsächlich. Da schlichen wahrhaftig fünf Gestalten durch ihren Garten und um die alte Mühle herum. Hatten die bei diesem Wetter nichts Besseres zu tun? Der erste Herbststurm fegte über das Land, rüttelte an Türen und Fenstern, zauste die Blätter und fegte die ersten reifen Äpfel von den Bäumen. Verbissen versuchte Petronella, das Fernrohr ruhig zu halten, was bei diesem Sturm gar nicht so einfach war. Schon gar nicht, wenn man in einem schwankenden Apfel saß. Ungeduldig schnippte sie mit den Fingern, und augenblicklich hatte das Schaukeln ein Ende. Denn Petronella Apfelmus war eine Hexe. Keine gewöhnliche Hexe, wie man sie in jedem Märchen oder in jeder Geisterbahn findet. Nein, Petronella Apfelmus war eine Baumhexe. Genauer gesagt, eine Apfelbaumhexe. Und wie es sich für eine Apfelbaumhexe gehört, lebte sie nicht in irgendeiner windschiefen Hütte oder in einem angeknabberten Lebkuchenhaus, sondern ganz standesgemäß in einem Apfel. Ihr Apfelhaus hing noch hoch oben in einem prächtigen Apfelbaum, mitten in dem verwilderten Garten einer alten Mühle. Also man merkt schon an diesem Ausschnitt, dass Sabine Stedi da wunderbar eine lebendige Sprache hat und ganz viele Adjektive benutzt und ganz viele verschiedene Verben, und so lebendig schreibt, dass man gleich mit drinne ist. Und es gibt immer wieder Anklänge eben an das Lebkuchenhaus, also Hänsel und Grete, also solche Hexengeschichten. Und das macht eben auch das Lesen zu einem Vergnügen. Das ist der erste Band von der Petronella-Reihe. Es gibt also noch eine zweite, schon einen zweiten Band, der dieses Jahr 2015 herausgekommen ist. Und ab und zu gibt es hier auch so kleine Zeichnungen mit drin, die ganz passend zu dem
Sprachstil und Erzählstil. Im Buch sind die sind von Sabine Bücher. Auch niedlich gemacht, die ein bisschen so Pausen bieten und das nochmal ganze auflockern. Es ist ein wunderbares Buch zum Genießen von der ersten bis zur letzten Seite. Und man freut sich dann, wenn man die letzte Seite zugeschlagen hat, dass es schon einen zweiten Band gibt und den man dann gleich auch verschlingen möchte. Also das ist, die Figuren sind einfach herrlich, der Erzählstil, und ich empfehle das Buch sehr gerne für die Kinder so ab 8, 9, 10 Jahre, die so ein bisschen lesefit sind. Deswegen vergebe ich 5 von 5 Sternen. Genießen Sie dieses Buch oder ein anderes Kinderbuch. Wir hören und sehen uns beim nächsten Mal. Viel Spaß, Ihre Wenke Bönig.